Jo, da bin ich wieder. Guten Morgen. So, ich gehe jetzt in den Laden. Und ja, bis gleich. Da kommt man raus und das erste, was man sieht, ist Dreck auf der Linse. Und Taschen vom Laden. Reisetasche oder eine große. Mann, da. Und jetzt alle wieder raus, weil wir erst mal mühevoll hingeräumt haben. Chaos. Ja? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. 30 beschossene Fahrverbote. Was macht unser Dingsbums hier? Felix? Keine Ahnung. Hab den gestern Vormittag kurz gesehen. Das ist ein Quatsch, was die sich da aufbürden. Was heißt denn Anlieger frei? Dann darf man theoretisch trotzdem überall durchfahren, oder? Oder müsstest du dann umfahren? Russischer Boxer stirbt nach Kopfverletzung. Da sind schon viele gestorben, die getroffen sind. Da sind schon viele gestorben, ja. Wie heißt der? Der Jupp Else damals und auch Karl Müllenberger ist tot. Und auch, trotzdem so 18 sind, also die Sachen. Wildberger ist aber nicht am Boxen gestorben. Nee, aber über doch. Nee, aber überall. Nee, aber überall. Alle so. Trotzdem. Gut, ich muss mal weitermachen. Ich muss mal was rausbringen. Ist ja mal eine Straße hier vielleicht. Guck mal, ich sehe. Bis später, Wolfgang. Das hält mich alles auf. Das tut ja nicht. Hallo. Da sind wir wieder. So schön, dass ihr gemerkt habt, dass ich überhaupt keinen Reifen habe. Werde ich jetzt mal organisieren. Okay. So, geht weiter. Frühstück ist beendet. Der Koffer wurde von meiner Tochter schon okkupiert. Dieser Rollkoffer da, dieser Kinderrollkoffer. Ich hätte den gar nicht mehr losgelassen. Ich fand den so toll. Ist ein Ding, Alter. Das ist unglaublich. Hat Leia alles verplant? Da kommt das rein, da das. Jetzt hat es einen großen und einen kleinen. So, gucken wir mal. Das war in Ordnung schon. Und jetzt brauche ich hinten nehme ich einen neuen Reifen auf. Das war ja so, dass vorne der Reifen, der war gerissen an der Seite. Hier. Und hinten. Der Reifen war platt, also der Schlauch war platt. Ne? Also jetzt habe ich aber den hinteren Reifen, der schon ein bisschen abgefahren ist, nach vorne gepackt. Ja? Vorne ist immer noch gut. Und den neuen Reifen plus neuen Schlauch mache ich dann jetzt hinten rein. Weil hinten ist einfach mehr Belastung und dann ist ja schön, wenn man ein gutes Material hat. Jetzt hole ich mal den Reifen. Reifen. Continental Ride Tour Extra Puncture Belt. Ja, der hat ein bisschen eine Verstärkung drin, eine kleine. Ja.
Ja, bitte! Was sind deine Sportsachen? Ja. Und ich habe sie schon anprobiert. Und? Gefallen sie dir? Ja. Hast alles hier angegossen. Anke ist gemein, dass man mir nicht Spaghetti genannt hat, weil ich so dünn bin. Ja, du bist ja kleine Spaghetti. Ja? Und Anke ist ja so ein bisschen. Also die ist einfach groß, die ist auch dünn. So, hallo. Da ist er wieder. Ja. Tommy und er baut immer noch an dem Radl. Immer noch an dem Radl. Hallo. Jo, die Bäume sind versorgt draußen. Die mussten ja auch mal gegossen werden. Die Vogelkacke ist vom Kinderhänger weg. Und jetzt machen wir hier Züge. Bremszüge zweimal. Und der Felix war da. Mensch. Naja. Also ganz kurz, um zu sagen, dass er wieder geht. Und zwar habe ich ihn ja gestern, vorgestern? Genau, Montag. Habe ich nach Hause geschickt, weil ich meinte, du machst erstmal deine Aufgaben. Ja, also sprich BVG, Schwarzfahren erledigen und also dass er da was zahlen musste, so eine Strafe, so 7 Euro musst du zahlen. Und du kümmerst dich um den Arzt. Damit er von dieser Straßendealerei wegkommt, von diesen furchtbaren Drogendealern, damit er da nicht mehr dem Geld hinterher rennt, um Geld zu verdienen, um nicht irgendeinen Dealer in den Rachen zu schmeißen. Ja, das ist ja, das kann es ja nicht sein. Also ich habe im Leben noch nie Drogen genommen. Ja, habe ich im Leben noch nie Drogen genommen. Und schmeißt dann, gibt dann ihm Geld, damit er es irgendeinen Drogendealer gibt, sozusagen. Das kann es nicht sein. Da steht überhaupt, das steht nicht drauf. Das hasse ich wie die Pest, das geht nicht. Da kümmert er sich jetzt drum. Das hat er nicht am Montag gemacht. Nee. Gestern war das ja, Dienstag. Das hat er nicht gestern gemacht. Gestern hat er nur geschafft. Na, das muss man ja mal nachsehen. Die sind ja alle sehr, oh Mann, und dann schaffe ich das überhaupt und so. Zweifeln ja an jedem. Jeder Schritt ist ja schwer für die. Offensichtlich kriegt man ja so mit, ne? Also. BVG hat das schon mal geschafft, dass er da nicht noch mehr Strafe auf den Bund bekommt. Also das ist mir auch schon wichtig. Ja? Nicht, dass er dann auf immer hier hat, dann nochmal ein 100er mehr Strafe oder sowas drauf. Das muss alles nicht sein. Kann er ja eh schon alles nicht bezahlen. Ist ja deswegen, muss er ja Sozialstunden leisten. Ne? Weil wegen BVG 2000 Euro BVG-Strafe oder über 2000 Euro. Das kann er nicht wahrnehmen. Furchtbar. Und da habe ich ihn jetzt nochmal losgeschickt und meinte, jetzt macht das jetzt mit dem Anruf, mit dem Arzt. Da kann er irgendwie so, muss er zu seiner Betreuungsstelle da gehen und die rufen dann mit ihm gemeinsam dort an. Aber eigentlich auch mal so, das ist doch eine Unverschämtheit, warum nimmt den denn kein Arzt an? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wenn ich Zeit hätte, würde ich mich damit mehr befassen, tatsächlich. Mit Straßen, wenn du auf der Straße lebst oder so, warum nimmt dich denn dann kein Arzt ins Methadon-Programm oder was auch immer? Oder irgendwie, warum denn nicht?
Ich weiß ja nicht, wie es läuft, deswegen frage ich einfach mal so dumm. Vielleicht missbrauchen das ja auch viele, kann ja auch sein. Und Methadon, ist das die Lösung? Hab mich damit noch nie beschäftigt, ehrlich gesagt, ja, so richtig. Außer, dass ich hier mit den Auswirkungen zu tun habe. Ich fände ja so eine Entgiftung total toll. Aber ich bin ja auch nur unwissend und weiß nicht genau, wie es funktioniert, wie man es macht am besten und so weiter. Ich wünsche dem Felix halt nur, dass er irgendwann mal packt. Weil er ist ein netter Mensch. Ja? Er ist nicht irgendein Arschloch oder so. Der versucht dann seinen Drogenkonsum auch noch, also sagen wir mal so, legal zu finanzieren. Mit Schnorren und so, mit Zeitung verkaufen und so was, ne? Also das rechne ich ihm ja auch an. Also er ist ja nicht, er klaut jetzt, er geht jetzt nicht los hier. Und zumindest jetzt vielleicht die letzten Jahre. Das soll bestimmt Oma gemacht haben. Weiß ich aber nicht, möchte ich halt nicht so sagen. Weil weiß ich nicht. Kann ich irgendwelche Leute ausrauben? Sehr schön. Und es passiert gerade so viel bei mir. Was heißt das? Der Wahnsinn, ne? Was alles aufploppt, was eigentlich verschlossen war für mich, wo ich blind war, weißt du? Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Jetzt kann ich sehen. Was für ein Spruch aus? Schön aus. Das sieht, sich sieht natürlich Esoterik nicht gut aus, aber es hat einfach zur Folge, dass ich was tun muss und ich nichts getan habe. Du warst denn beim Schamanen oder was? Nein, wirklich, ich war bei Bianca. Mein Therapeut ist weg, der Kleine ist weg, Bianca ist weg. Und plötzlich gehen die Lampen an. Wie, du warst bei Bianca? Ja, zuletzt war ich bei Bianca, da gab es immer einen richtigen Clash. Und der Therapeut ist mit Bianca durchgebrannt in den Kleinen? Genau. Hört sich aber alles an. Und die schütteln gemeinsam den Kopf. Oh meine Güte, was ist hier los? Boah, ich muss mich mal setzen. Geht mir das? Ist ein Licht aufgegangen. Digga, so und jetzt... Digga, weiter ist nicht. Laut hier so als Tagesaufgaben. Digga, Digga. So viel zu tun. Ich wollte dieses Rad jetzt endlich nochmal zur Radspannung bringen. Die haben sich aber geweigert, als sie gesehen haben, dass das schon mal repariert wurde. Die Japaner. Und da wollte ich einfach dich nochmal bitten. Wie? Als es repariert wurde, gesehen hat? Naja, der hat gesehen, dass da einer Ersatznippel drin ist, der nicht so passt. Und hat sich sowieso verweigert. Der hat nicht gesagt, wir können es mal machen und probieren. Sondern, oh nö, das ist ja das, machen wir nicht. Oh Gott, ey, ist ja geil, wie die sich das aussuchen können, ey, ist eigentlich unglaublich. Ich schicke so viele Leute mal dahin. Kommt dir zugute. Ja, kommt mir zugute. Und dir? Naja, kommt mir zugute? Du machst richtig einen Auftrag und du bist doch anders. Du bist doch Esoterik Klaus. Esoterik Mika. Hä? Das hilft bei dem Rad aber nicht. Ja, eben. Da hilft nichts mehr. Ist schon mal ein anderer. Ist schon mal genippelt worden. Da machen wir nicht mehr. Da geht nicht mehr. Ja, das ist alles nicht so wichtig, wisst ihr? 30 Euro? Wofür? Na, für das hier. Wieso, was ist denn das? Hast du Geld geerbt oder was? Nein, aber das muss ja mal sein. Mika ist jetzt reich. Also ich bin nach wie vor arm, wollte ich nur noch mal sagen. Ja. Und brauche jegliche Unterstützung. Also bitte, wer uns unterstützen möchte, bitte, ja, über PayPal, Spendenkonto. Das ist eigentlich auch nur minimal. Aber warum jetzt denn? Können. Na, der Arme hat das zentrieren. Doch, der Arme hat das doch richtig zentriert. So. Dann bin ich zwei, drei Mal damit gefahren und dann war es schon wieder so ganz leicht schleifend. Also doll ist nicht, aber es ist schon. Er macht das doch selber. Nee. In meinem Zustand jetzt du. Hast du Drogen genommen? Tommy, nee. Nee, es ist quasi mein ganzes Leben aufgekloppt. Verstehst du? Das kann, nee, das verstehe ich nicht. Das kann so einen kleinen, zarten Jungen wie ich gnadenlos überfordern. Kloppt mein Leben auf. Jeden Tag. Immer wenn ich die Augen aufmache, immer plopp. Du hast viel auf dem Weg aufgeräumt und organisiert und gemacht. Ich habe das total... Du wüsstest, also alle meckern, dass hier so unordentlich ist. Ja, ein bisschen Spaß muss sein, Mika. Ja, du redest ja auch hier, du redest ja auch in Formeln hier. Du siehst ja nicht gerade, mein Leben wie gut der Humor bei mir ankommt. Also, was ich davon verstehe. Fuck. Naja, aber hier... Dem Ophi kloppt so ein Quatsch. Mach die Augen auf, jeden Tag das Leben. So ein Quatsch. Selbstmitleidnummer hier, ziehst du nach wie vor ab hier. Hast dich doch nicht erinnert, wo ist der Kaffee überhaupt? Wo ist der Becher? Da, steht da, ist leer.
Hab keine Karte mit. Hab keine Karte. Ich kann nichts machen. Das ist alles negativ. Nee, du kannst dich neben Thorsten stellen, weißt du? Thorsten ist auch immer so. Ah, schlecht. Ah, so. Und ah, hier, das schlechte Fahrrad gefällt mir nicht so schlecht. Bei mir ist es am Wühlen gerade. Und dieses Selbstmitleid erkenne ich überall. Okay? Das ist der Moment der Erkenntnis und da kommen noch viele Erkenntnisse zu. Erkenntnis heißt noch überhaupt noch gar keine Veränderung. Und dann kommst du in den Keller? Zu Tommy? Zu Tommy. Dem Erkenntnismacher? Tommy. Bei Tommy hielt er nicht hat so. Sich bisher immer ein bisschen zurückgehalten, aber vielleicht war es auch viel zu subtil für mich. Ach Mensch. Ach Mensch. Was soll ich sagen? Tut mir leid, ich kann nicht mit deinem Selbstmitleid mithalten. Meine Tochter, um mal negativ zu werden, war eine Woche lang im Krankenhaus, die kleinste jetzt, ja. Weil sie eine Niereninfektion hatte. Das Baby? Das Baby. Das war auch sehr kritisch. Und, das war, wie gesagt, sagen wir mal, vor 50 Jahren wären die Kinder noch daran nicht gestorben, weil sie gar nicht hätten diagnostizieren können rechtzeitig, woran das liegt. Genau. Ja. Und jetzt ist es, ja, und dann haben die Ärzte auch noch zusätzlich sie, um noch einen oben drauf zu setzen, haben sie noch überdosiert, nämlich für einen Jugendlichen Antibiotika geben. Ja. Was natürlich, soweit man weiß, den Darm zerstören kann und alles. Ja. Gott sei Dank ist das nicht passiert, außer dass sie jetzt ungeheure Schmerzen hat im Magen wahrscheinlich, Magen-Darm, also sehr angegriffen ist natürlich. Die haben es dann sofort versucht wieder auszuschwemmen und Medikamentenspiegel anzugleichen. Halt so, ne? Oh Mann. Haben ihr einen halben Liter Lösung injiziert. Um das so ein bisschen den Stand so auszugleichen. Halt. Ja, so Sachen. Das war meine letzte Woche. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen. Besser ist alles. Ja. Diese ganze Beziehungsklitsche und so. Ach Mensch, ey. Habt euch lieb. Das fängt dann zu sagen. Scheißegal wie. Ob du in der Ferne oder in der Nähe oder was weiß ich, solange wie alle gesund ist, ist doch alles super. Das ist ganz schön, das war ganz schön auch Überforderung, weil ich muss mich ja noch um die anderen alle kümmern, musste den Laden nebenbei machen. Aha. Ich hatte den Kopf auch voll. Also das ist nicht so. Ich will damit nur sagen, du stehst nicht alleine da. Das ist halt wirklich so. Mir ist voll bewusst, dass jeder Mensch die gleiche Scheiße an die Backe kriegt. Die Frage ist, ne, die Fähigkeiten damit umzugehen. Und da sieht es bei mir scheiße aus. Da kann mich schon einen Fahrradsturz aus der Bahn werfen. Und du bist halt, wie sagt man so schön? Keine Ahnung. Eingestandener großer Mann. Ach, das ist doch alles Quatsch. Ja, das ist natürlich Quatsch. Das ist immer nur die halbe Wahrheit. Meinst du, wie ich auch bei sowas leide mit? Gerade ja, aber das ist doch ganz natürlich. Entschuldigung, dein liebster kleinster Schatz ist total in Gefahr. Und man kann nichts machen. Und man kann nichts machen. Das ist wie ein Vulkan. Das ist wie, wenn man in der Lava schwimmt. Ja. Kann man nichts machen. Ohne Badeanzug. Ohne Badeanzug. Nicht mal ein Cappy. Nicht mal die Haare sind nicht schön. Nicht mal die Haare sind nicht schön. Ach, meine Welt. So, kleiner Trick wieder zum Spannen hier. Wie spanne ich das? So spanne ich das. Hebel hier, Hebel da, hier kurz fixieren, festschrauben. Ach, ist das schön. Leben kann so schön sein. Mit Lava, ohne Lava. Ja. Ja. Leben ist ja auch schön. Dann kann ich immer wieder zitieren. Also es ist unglaublich, ja, denke man hat immer recht. Kennst du Dendemann? Ja, aber. Natürlich kenne ich auch den Zaun. Nee, ist schon. Ja. Schade, ist im Urlaub. Ach, hör doch auf, ey! Ja. Den kannst du nicht hören, ey! Die brauchen wieder Schläuche, das kann ich wenigstens. Ja, dann pack die draußen gleich mal zusammen in eine Tüte, sonst kommt der Araber und nimmt die wieder mit. Okay, ja. Ja? Mann! Ja, aber ich kann trotzdem morgen hin. Ja, bitte! Ja. Felix, hast du gut gemacht. Ja, wenigstens eh ein Ding abgearbeitet, hast du gut. Ist doch gut. Ich freue mich. Nee, wirklich. Ja. Kommt deinem Strafregister zu gut. Oder eben nicht zu gut, sondern nicht, nicht verzeichnet. Das ist echt doof, wenn gegen Roland Australien, wenn man nicht noch ein Puffer kommt, aber das ist erledigt. Ja. Da steht ja auch noch was an, wenn die Arbeit jetzt fertig ist. Also schnell noch ein bisschen Öl drauf. Oder ist sind die noch nicht? Ja, eigentlich schon. Dann musst du nachher nur die Kettenspannung ein bisschen lösen. Okay. Alles klar. Aua, bis dann.
Schleppst du da alles mit? Welche noch? Ach so, okay. Ist nur ein Schlafsack. Alles klar, bis später. Mama, wie ein kleines Kind, den muss man echt. Naja, es ist Felix. So ist es. Busch halt geschenkt bekommen, wollte ich sagen. Das wollte ich euch doch zeigen, das krass. Oh Mann, ich bin auch schon verklingelt. Tada! Was ist denn das? Ein erster Kuhpippi! Oh mein Gott, du hast einen Schlüssel, oder? Ja, nur schließt du auf. Nein, ich hab das nicht! Guck mal, mein neues. Meine neue Errungenschaft. Was tut da rein? Können wir bald ernten? Ja. Ein Brot backen von. Die Ähren. Die Ähren. Dreschen. Mähen, dröschen. Und neu malen. Was ist neu malen? Ich habe das perfekte T-Shirt für dich gekauft. Ist gar nicht. Oh wow. Underwater Selfie. Sogar ganz hübsch eigentlich. Best Friends. Moin. Kannst du wechseln? Ins Innere wieder? Aber immer Geburtstag ist, wie man bald kommt, dann kann der Fisch noch nicht so. Ja, zieh nochmal nach. Ich hab extra nochmal abgezählt. Dreimal, viermal. Ach, Mama. Nein. Jawohl. Jo, danke. Danke, Großer. Vielen Dank. Bitte. Und schickt den Ball runter. Das ist ein RPG-Schraub. Okay. Ich finde, dass meine Freunde dazu haben sich schon wirklich gut gelegt und sieht gar nichts. Ne? Ja. Du bist so ein süßes Baby. Baby. Ich hab mal der Ahnung. Also, der Inhalt sieht immer komisch aus. Die kann das ja schon. Die ist ja echt gierig dabei. Das ist so süß zu sehen. Und gestern das Video. Wie sie da das Fahrrad zerlegt hat. Das habe ich noch nicht gesehen. Wir müssen uns zusammen mal angucken. Ja. Hey, Froggy Fox da. Hey, ja. Also mich würde wahrscheinlich die Langeweile hätte mich eher fertig gemacht. Als Papa, kannst du mir die Sorge. Das kann man. Ich hatte keine Langeweile. Ich meine doch diese Langeweile, dass du da nichts machen kannst. Du konntest nichts machen, aber du warst auch mit deinen Gedanken völlig alleine. Ja, du halt, deswegen meine ich ja, ich habe ja nicht so vielleicht diesen Sorgen. Ich bin ja denn dabei. Oh, mach hier das doch. Ob du sagst, das zu machen. Dann mach ich das, dann nimm du die. Ich kann das immer nicht so gut. Du musst wissen, Mama ist nicht so. Habe ich schon versucht, aber dann hat es eingestellt. Und gelernt haben wir ja auch jetzt mit dem Uhrzeigersinn. Weißt du, was der Uhrzeigersinn ist? Hier rum? Mit der Uhr? Wie dreht sich die Uhr? Welche Richtung? Na, wie dreht sich? Zeig doch mal. Ja, so, ne? Und das ist gegen den Uhrzeigersinn. Na klar, ist der Stundenzeiger. Stopp. Mit dem Uhrzeigersinn und entgegen dem Uhrzeigersinn. Genauso macht man es mit Schrauben. Mit dem Uhrzeigersinn ist zu, gegen den Uhrzeigersinn ist auf. Was haben wir denn hier? Ein Klapprad? Vor 6 Jahren circa, oder vielleicht auch vor 5 Jahren erst, habe ich dieses Rad aufgebaut. Top. Von Stempelbremse umgerüstet auf Felgenbremse hier mit einem geilen MX. Oh, ey, hätte ich das mal nie gemacht. Das alles gemacht hier. Tippitoppi. Das Fahrrad war top Zustand. Das war wie neu. Jetzt hat es 5 Jahre Minimum draußen im Regen gestanden. Und sieht jetzt so aus. Von top zu totales Desaster. Voll rostig. Die Lager ausgewaschen, wie man hört. Knistern nur noch. War ein Toprad, aber das hat es jetzt hinter sich. Die Reifen aufgerissen. Spröde. Ich habe dieses Rad aufgebaut und das dann verschenkt an eine Dame aus der Nachbarschaft, die
Rückenprobleme hat und deswegen ist auch der Lenker so komisch angebaut, so nach hinten, weil sie sehr aufrecht sitzen musste. Sattelstütze war neu, das war alles wie neu, das ganze Rad war wie neu. Und habe ihr das geschenkt, aufgebaut und geschenkt. Tja, jetzt sieht es so aus. Und jetzt muss ich den Reifen machen. Das wird jetzt natürlich normal berechnet. Das kann ich jetzt nicht wieder verschenken sozusagen. Das kann ich mir noch nicht leisten. Das machen wir auch gleich mal fest. So blöd wie das klingt, aber das ist ja halt so. Ne? Erst nur wenn ich was habe, kann ich auch was geben. Wir brauchen aber mehr Leute, die das gucken, die das teilen, die was spenden. Und wenn sie für einen bestimmten Zweck was spenden, zum Beispiel bau mal ein Rad für den und den oder für den und den auf oder so. Oder gerne mache ich das eben so. Versteiger dann auch mal was für einen guten Zweck oder so. Aber es muss dann am Ende ja doch irgendwie bezahlt sein. Irgendwann demnächst werde ich jetzt mal wieder einen Livestream machen. Also aus der Kammer. So, ein Quatsch-Stream sozusagen, ein Blabla-Stream. Dann könnt ihr mich wieder zuballern mit irgendwelchen Fragen, Anregungen etc. Oh Mann, ey, das war alles top innen drin noch. Ich weiß es noch ganz genau. Gute wird Langzeit. Prophylaxe. Die Felge ja nicht wert. Das ist eine oberflächliche Konservierung jetzt, da mache ich jetzt auch nicht viel mehr. Hinterrad wird per Rücktritt rebremst, deswegen kann man hier auch, ist auch nicht ganz so schlimm, wenn ein bisschen öliger Film drauf ist, ja. Aber das muss man halt machen. Ansonsten rostet die von innen ja total durch. Dann kommt ein breites Felgenband dran. Das ist eine Katastrophe hier, wie das dann festgemacht ist. Weil ich damals das Rad geschenkt habe, quasi gesponsert habe. Mein Kopf heute wieder ein bisschen mehr. Als was ich bezahlt bekomme. Das sind Gepäckträger, die in den Korb ordentlich fest zum Beispiel. Und so eine Sachen mache ich halt so.
Und eben das Entrosten und das Felgenwarten. Das ist halt so. Hallo. Hallo. Jo, was haben wir denn hier? Müllers Mühle. Das mag nicht mehr fahren, so richtig. Was da los ist, können wir uns alle denken. Das Hinterrad ist durch. Da wo man jetzt auch nicht irgendwie studiert irgendwas haben, ja, oder irgendwie was gelernt zu haben, das hört man einfach. Da ist noch nichts mehr zu retten. Es läuft zwar, aber es hat schon Spiel und dem Quietschen und Knacksen nachzuurteilen, ist da Hopfen und Malz verloren. Selbst wenn man nicht auseinanderbaut, fettet, wieder zusammenbaut, das wird nicht mehr. Deswegen ausbauen, neu einbauen, fertig. Achsmuttern ab. Auf der Antriebsseite. Abzieherruf. Und das Ganze bitte lösen. Puiuiui. Moin. Ja. Wollte ich sagen, wo war ich denn stehen geblieben? Hier. Oh Mann. Die ist tot, da ist nichts mehr zu machen. 1990. Den Reifen halten wir natürlich noch und den Rest tauschen wir jetzt aus. Der Tommy, so eine alte Gurke hier. Tut mir leid, jetzt baue ich es halt. Könnt ihr alle rummosern, wie ihr wollt. Für meine Tochter baue ich das. Hier kommt das schönste Rad ever. Kackschrauben kann ich auch nicht mehr. Ob ich das schaffe zu ihrem Geburtstag? Das ist fraglich. Ein bisschen gucken. Hier mal ein Teil. Da mal ein Teil. Alt, neu und so weiter. Die heben wir natürlich auf. Das ist die Originalgabel zu dem Rahmen. Die heben wir auf. Boah, kaum gefahren, ey. Guck mal, das sieht man. Den Lagern an, die sind taufrisch, das Ding ist kaum gefahren. Das stand mehr rum. Geil. Ich liebe Marina. Oh, wer weiß. Ja, bitte. Das Marien für meine Tochter. Teil 1. Erstmal alles abgebaut, jetzt wird alles sauber gemacht. Ach, ich hoffe, ihr kriegt das alles schön sauber. So dass das Ansehen nicht noch bleibt. Alles polieren. Noch mehr Schrauben, rostige. Ah, schnell weg. Sauber machen, alles raus. War die unten noch?
Yay, den machen wir auch noch. Jetzt muss man sich mal vorstellen, hat der Patrick im Müll gefunden? Warum hat er den im Müll gefunden? Jetzt machen wir den erstmal sauber und gucken, ob das der Rahmen meiner Tochter wird. Nicht, dass der irgendwo angerissen, angeditscht ist oder irgendwas, ja. Das machen die ja bei den Fahrradladen, da wo der arbeitet. Da schmeißen die halt so eine Sachen weg, ne? Stimmt, irgendwas stimmt denn da nicht mehr? Irgendwas ist nicht mehr zeitgemäß oder was weiß ich. Und dann wird das einfach weggehauen. Wichtig, ganz wichtig dabei bei der Sache ist, dass es ein austauschbares Ausfallende hat hinten. Also das Schaltauge ist austauschbar. Das ist mir wichtig. Und ansonsten, dass es ein stabiler Rahmen ist. Und das scheint alles gegeben. Der wird auf sauber gemacht, dann auf Risse untersucht, geschaut, dass da nichts drin ist oder so, angerissen. Aber ey, guck, bei Kinderrädern, wie gesagt, das ist ja nicht gefahren. Man sieht ja am Lager vorne, dass dieses Rad gar nicht gefahren wurde. Es ist einfach nur dreckig. Es ist einfach wirklich nur dreckig. Mehr ist das ja nicht. Da ist nichts bei, nichts dran. Einfach nur gestanden, dreckig, verrottet, vermottet und das war's. Innen drin sieht er richtig gut aus, ja. Da kenne ich wesentlich schlimmere Rahmen. Top, alle tippitoppi. Jetzt wird das schön eingeseift, sauber gemacht. Und dann gucken wir uns den nochmal an. So, Tag 2. Jetzt habe ich alle zerlegt. Sauber gemacht, vom Dreck befreit. Jetzt überlege ich nochmal einen Tag nach, ob ich den Rahmen Sand strahlen lassen werde. Und vielleicht Klarlackpulver beschichten neu. Dann wären aber diese Decals ab, die alten. Und das fände ich schade. Deswegen schaue ich jetzt mal im Netz nach, ob es die nachzukaufen gibt. So, liebe Leute, jetzt ist es offiziell. Der Rahmen bleibt so, wie er ist. Es gibt die Decals nämlich nicht im Netz. Hier, diese geilen Aufkleber. Und jetzt ist noch ein Aufkleber dazugekommen, nämlich Anu Grace. Den hatte sie schon auf ihrem Laufrad drauf. Die haben wir extra mal anfertigen lassen für sie. Hat ein Kumpel gemacht, der hat die designt und der kann so was. Und da ist ihr Laufrad, da sind die auch schon drauf, ja. Also das ist natürlich, der gehört dazu, Anu Grace Aufkleber. Ich werde versuchen, die noch mal, die Datei noch mal zu kriegen, dass ich die auch noch mal in einer anderen Farbe irgendwie machen lassen kann, sodass das dann stimmig ist mit dem Rahmen jetzt. Sieh erstmal drauf an, Luke Race, das gehört drauf. Das muss sein. Das hört sich auf jeden Fall besser als das Grüne, oder? Eigentlich. Machen wir nämlich Feierabend hier. Und der Felix zentriert noch ein bisschen was. In aller Ruhe mit Tür dran oben. Dann wird er nicht gestört. Und dann hat er jetzt ein bisschen Ruhe und dann baust du das gleich ein, bitte, ja? Das ist ja dann so. Das wäre geil. Ey, dann ist das erledigt. Dann hat er zwei Sachen geschafft. Heute. Wow. Er hat einmal bezahlt bei der BVG und. Wie viel Spannung würdest du hören? Du merkst es ja. Wenn er nicht mehr, wenn er nicht mehr. Wenn er nicht mehr knackt und so, dann ist es halt ein Ruhe. Ja, und die Herzlichkeit für den Herbst. Na gut, ich gehe mal kurz nach oben. Aber wie gesagt, einfach nur ein Tupfer, ne? Oben auf das Loch. So, auf Loch und Nippel gleichzeitig, ne? So schräg an die Seite, ne? Relativ ist ein Jahr alt. Ja, der ist ein Jahr mit der Felge gefahren. Naja, immerhin haben wir schon mal eine Speiche getauscht auf da dran an der Felge, weil die schon gerissen sind, weil der ist ziemlich schwer, der Typ. Deswegen ist die hohe Speichenspannung schon okay. Ja. Aber eben, naja, die Felge ist noch nicht brandneu. Aber eigentlich ist das auch eine Qualitätsfelge. Ne? Also das ist eine gute. Die Swat Exhal MX-19, aber doppelt geöst und schon recht stabile Hohlkammerfelge. Ja, also ich mag die eigentlich. Schlechtere Qualität dürfte ja nicht fahren. Nee, also aber eine teurere will er auch nicht. Und das war jetzt aber auch nicht Unfall oder was? Nein, die sind einfach nur. Ne, siehst doch, die lief doch gerade. Als sie so ausgespeichert, lief die ja gerade. Ich habe ja, waren ja. Die lief einmal frei, bloß er wollte jetzt stabile Speichen überall drin haben. Ich habe ihn immer nach und nach stabile Speichen, noch eine, noch eine.
Aber ja, dann sagt, nee, komm, lass uns das mal komplett machen und dann ist gut. Genau. Okay. Zahnkränze, falls du zuerst nach fliegen, da hinten. Die Teile für die Narbe. Ah, okay, ja gut. Und wie gesagt, der Schaltstift da. Kassette hast du noch nie gefunden, ne? Nee, ich hab das nicht gesucht, war jetzt bei der Bank. Ja. Ich geh mal gucken, ob die oben liegt zufällig oder was weiß ich. Von zwischen. Echt? Die wollte ich jetzt essen. Oh, dann würde ich hochsparen, okay. Meine Bulette ist weg, so ein Scheiß, ey. Zeig mal echt die Freude. Dann können wir noch kurz noch ein bisschen warm machen und dann rinnen ins Brötchen und da. Ist weg. Denn die Wurst hätte die mir noch einer mitgebracht. Noch. Gute Nacht. Bis morgen. Ciao.